Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir uns mit diesem Typen getroffen und der will jetzt eine Bankkutsche ausrauben. Das wird interessant. I mean, how many men? Guns? Riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Ja. Dann sollten wir es aber auch wirklich machen. Der Typ glitscht ja lieber durch die Wände. Alright, this is the spot. Hold up on this ridge. Okay. Und hier soll so eine Kutsche durchfahren von einer Bank. He should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Ja, jede Minute und plötzlich ist es hell. Right on time. Get covered up. Come on. Ride. Ich will mich erstmal kurz verkleiden. Zum Entfernen loslassen nicht, dann will ich doch nichts. Ich glaube, die ist besser. Okay, den sind wir schon mal los. Oder auch nicht. Jetzt aber. Ups. Ich wollte ihn gerade umbringen. Nein, warte. No need to keep your face covered now. It's just you and me, sweetheart. Okay. Starke Arznei. Die haben ja echt krassen Shit dabei. Ja, aber jetzt noch nicht. Jetzt vielleicht. Ich musste erstmal alle in Ruhe ausrauben. Next time. You don't mean... Yeah! Hey,
Ich wette, wir werden hier gleich noch angegriffen. Ich bin echt mal gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich ist da am Ende so gar nichts drin. Das wäre nicht so günstig. Okay, ich sehe es doch schon kommen. Ja, genau das sehe ich kommen. Ja, moin. Überfallmenschen, mir fällt gerade der Name dafür nicht ein. Wie nennen sich Leute, die andere überfallen? Ihr wisst, was ich meine. Wenn die Leute auf jeden Fall überfallen werden, sieht das ungefähr so aus. Das Gewehr gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Das war zum Glück nicht mein Gut. Bist du irre? Okay, die Leiche schwimmt schon mal davon. Wo sind denn hier noch welche? Da ist noch einer. Und hier rechts ist auch noch irgendwo einer. Hier ist auch noch einer. Und da ist auch noch jemand. So, der ist weg. So. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a Lockbreaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Okay. Ich will hier gerade nochmal die Leute zu Ende ausrauben. Wenn schon, denn schon. Wir können den Shit ja immerhin hinterher verkaufen. So, ja, da sind halt noch mehr, um die kümmern wir uns auch nochmal schnell. Wenn wir hier schon mal ausrauben, dann machen wir es auch direkt richtig. Pferd 1, achso, das ist ein totes Pferd, ja, das ist scheiße. Ja, gleich, ich muss erst zu Ende ausrauben, tut mir leid. So, und so. Goldener Ehering, Du siehst doch, was ich tue. Also heul nicht rum. Solltest du vielleicht auch mal machen. So, die beiden holen wir uns jetzt noch. Vielleicht noch den einen da hinten. Und dann reicht es aber auch, denke ich.
Den Rest können wir dann ja verkaufen. Hier ist noch einer. So. So, ja, Überfall, raub ihn aus. Genau, vielen Dank. So. Ja, da sind jetzt noch zwei, die sind dann auch egal. So, was willst du jetzt von mir? This little mess. That should do it. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow. Tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Genau. Okay, die Leute sind hier alle noch nicht despawned. Aufheben. Ich will ihn nicht aufheben, ich will ihn ausrauben. Dann nehmen wir halt uns noch kurz den hier vor. Oh oh. Pferd. Um mich auszuruhen, setzt er sich dann einfach nur hier hin. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr zum Ausruhen. Wir sollten uns mal ganz schnell aus dem Staub machen. So, wir machen uns erstmal in die Richtung auf. Springt das Pferd dann da drüber? Tatsächlich, lol. Okay. Ich mache mich erstmal hier auf den Weg hier, weil hier ist eh schon Kopfgeld und, ja, aber wir werden sowieso nicht mehr gesucht. Super strange. Gut. Dann schauen wir jetzt einmal ganz kurz auf die Karte. Was können wir jetzt noch machen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Nach Blackwater muss ich jetzt nicht unbedingt. Okay, ich weiß nicht, ob das nochmal aktuell wird. Und vor allem, ich weiß nicht, ob das in 7 Minuten aktuell wird, aber wir können ja einfach mal schnell dahin und mal gucken, ob wir den Arzt bezüglich dem ganzen Kram zur Rede stellen können. Finde ich das noch hier? Nee, so komme ich nur auf die Karte. Finde ich das vielleicht irgendwo hier? Eher nicht, ne? Index vielleicht? Nee, eher nicht. Nee, mich interessiert eher diese Liste, die mir immer angezeigt wird, wenn ich irgendwelche Dinge freischalte. Boah, ich hoffe echt, das ist nicht allzu weit bis dahin. Aber das wird's leider sein. Und jetzt brauchen wir wieder 10 Stunden, um überhaupt erstmal in die Nähe davon zu kommen. Spaßig auf jeden Fall. Mal schauen, ob das heute noch was wird. So. Jetzt müssen wir hier die Berge wieder rauf. Zwischendurch, man hat das Pferd so... Ja, es benimmt sich gerade echt komisch. Wir können dem Pferd ja irgendwas geben. Ja, das hier. Hat er es jetzt dem Pferd... Hat er ihm das jetzt gegeben? Lasse L1 zum Benutzen los. Wir können ja mal stehen bleiben. Okay. Geht's jetzt besser?
Ich hoffe schon. So. Dann schaffen wir es jetzt vielleicht auch endlich in die City. Ist es schon davon? Ich glaube schon. Ja, dann werden wir uns mal mit dem Arzt unterhalten. Mal gucken, ob der uns irgendwas über seine dubiosen Aktivitäten erzählt. Was ist das hier schon wieder? So, komm hier. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was die hier überhaupt wollen. Tschüss. Tschüss. So. Kommt er jetzt zu mir? Those bastards been turning the screw on me from day one, saying I gotta pay them protection money. I told them where to stick it, and well, I guess you just saw how that panned out. Okay. Das war auf jeden Fall strange. So, ich gehe jetzt einmal wieder kurz in das Menü, nehme mal irgendeinen Gegenstand, den er gerade mal essen sollte. Er isst jetzt das hier. Dann geht es ihm hoffentlich auch ein bisschen besser. Und ja, dann setzen wir unseren Weg mal fort. Es ist ja nicht mehr allzu weit, glaube ich. Okay, das hier ist noch nicht die Stadt, aber das hier vorne, glaube ich, oder? Ja, perfekt. Nice. Hier wird mir auch wieder irgendein Fragezeichen angezeigt. Das könnten wir auch irgendwann mal benutzen oder dem nachgehen, whatever. Das in dem Hotel war ja auch eine lustige Mission. Wo ist das denn hier? Ich muss nur kurz deinen Freund erwürgen. Das war mein fucking Hut, du blödes Miststück. So, das war für den Hut. So. Macht er jetzt Trouble? Ich will eigentlich nur meinen Hut wieder haben. Wieso nimmt er immer diesen Typen? Ich will meinen Hut. Oder, ja, leg den mal ab. Ich schau einfach mal kurz hier ins Inventar. Habe ich hier irgendwo noch einen Hut? Ja, nicht so, ne? So, okay, dann machen wir es so. Kopfbedeckung aufheben. Ich hoffe, das ist mein Hut und nicht der von diesem Odrisco-Typen, aber der sieht so ranzig aus, das müsste seiner sein. So. Hallo? Okay, wir gehen jetzt noch einmal kurz zum Arzt, mal gucken, ob der uns irgendwas zu erzählen hat. Okay, ich glaube, das wird so nichts.
Ich würde aber sagen, wir setzen an der Stelle dann einfach mal einen Cut. Was wir dann in der nächsten Folge machen, schauen wir uns einfach dann in der nächsten Folge an, logischerweise. Für mich ist die Aufnahme nämlich jetzt auch beendet für heute. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!